Leute, wisst ihr, was richtig praktisch ist, wenn ich mir mal was nicht auswendig merken muss? Nämlich beim EQE, ja? Wenn wir uns den mal hier so angucken, warte, so. Ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt heute ein bisschen alleine filmen muss. Muss ich es mit so einem Selfie-Stick machen, ein bisschen ärgerlich und nervig, aber was soll ich machen? Aber wir kommen wieder zurück, um das zu dem Auswendiglernen. Nämlich, hier können wir direkt sehen, ja, ich hoffe, ihr könnt es sehen, der Mercedes EQE 350 kommt mit 215 kW, das sind 292 PS. Einen kombinierten Stromverbrauch von 18,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, eine elektrische Reichweite, und das ist eben das Prägnante, von 566 Kilometern. Das ist schon wirklich für eine Elektrolimousine, Business-Limousine, nichts Alltägliches, beziehungsweise eigentlich so ist es das erste Mal, dass eine Elektrolimousine so eine Reichweite hat. Und das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern es kommt ja von der Technik im Prinzip des EQS. Der EQS steht auch, glaube ich, irgendwo hier da ganz vorne. Und genau diese Ähnlichkeit, nicht nur vom technischen her, sondern auch vom optischen her, kann man erkennen. Wie zum Beispiel auch beim EQS kann man sich nämlich hier quasi den Grill, sage ich mal, in dieser Mercedes-Pattern-Design quasi bestellen. Das sehen wir hier. Ja, das ist ein cooles Feature, aber das ist natürlich Aufpreis, denn unter diesem Glas quasi sind diese Mercedes-Sterne in 3D plastisch quasi vorhanden. Das ist nicht nur irgendwie aufgedruckt, sondern diese Mercedes-Sterne sind tatsächlich 3D-mäßig da. Und so von der Front her, der einzige Unterschied ist eigentlich, wie ich es auf den ersten Blick sehe, quasi das Scheinwerferdesign. Denn beim EQS, kein Problem, also ihr merkt schon, auf der IAA zu filmen ist ein bisschen stressig, beziehungsweise heute ist ja schon Dienstag quasi und da ist es für die Öffentlichkeit auch offen. Bisschen nervig, aber was soll man machen? Auf jeden Fall geht diese untere Scheinwerferlinie hier ohne Übergang quasi, ne? Einfach nahtlos weiter hier und verbindet sich quasi mit dem Mittelteil oder dem, in Anführungszeichen, dem Grill. Ja, es ist sogar ein sehr sportliches Design, also das könnte sogar schon fast AMG-Line sein, würde ich fast behaupten. Also das sieht schon ziemlich gut aus. Also die Front gefällt uns, denke ich, doch mal einigermaßen gut. Aber mir hat auch schon der EQS sehr gut gefallen optisch und die unterscheiden sich optisch gar nicht so, nur halt von der Größe. Bei der Gelegenheit schauen wir uns doch auch mal den Innenraum an. Ne? Die Türelemente oder die Innentür und auch das Interieur. Und da sehen wir auch schon den riesengroßen MBUX oder MBUX Bildschirm, der komplett nahtlos im Prinzip von rechts bis ganz nach links auch in das Instrumentenfeld quasi hineingeht. Und da setzen wir uns jetzt doch einmal direkt rein auf diese schönen Sitze hier. Die sehen auch schon von außen bzw. optisch sehr bequem aus. Ist nur ein bisschen dreckig hier, weil ihr könnt euch vorstellen, 1 Million Leute gefühlt wollen sich hier reinsetzen. Und das wollen wir auch. Also rein da. Oh ja. Also der unterscheidet sich im Innenraum vom EQS auf den ersten Blick recht wenig. Also muss man schon sagen, auch diese Mittelkonsole hier, die wir beim EQS auf der Weltpremiere quasi, wo wir da in der Halle waren, hatte der hier so eine Bootsstruktur. Ihr wisst, was ich meine, so dieses Bootsholz. Ist ja auch sehr schön aus. Und da sehen wir auch direkt hier mit der Unterstützung des Nachbars, genau, die Mittelkonsole im Prinzip, die hier vorne zwei Getränkehalter, was ist das? Ach, das ist ein Wireless Charging Port und zwei USB-C Steckplätze hat. Wenn wir das nochmal kurz aufmachen, dann sehen wir, da können wir sogar noch ein zweites Handy drauf tun. Oder reintun. Also schon krass. Ziemlich viel Platz. Und dann öffnen wir auch bei der Gelegenheit doch mal auch die, an sich die Mittelkonsole hier, den hinteren Part. Und da haben wir noch einmal zwei USB-C Steckplätze und ein riesen Ablagefach. Muss man schon sagen. Also an Verstaumöglichkeiten mangelt es in diesem Auto nicht. Und auch unter der Mittelkonsole, das ist ja hier komplett frei, das ist ja schwebend hier gerade quasi. Und da können wir auch nochmal, also da passt doch locker eine Handtasche rein oder sowas. Also Platz fehlt, wie gesagt, nicht. Und USB-C-Plätze, Steckplätze fehlen auch nicht. Hier sind nämlich nochmal zwei. Ja, nicht schlecht. Schaut das Handschuhfach aus. Boah, krass, ein Handschuhfach. Hab ich noch nie gesehen. Wahnsinn. Ja. Nichts Außergewöhnliches.
Hier haben wir nochmal einen Blick auf das Lenkrad. Ja, es ist, was gibt es daran zu bemängeln? Also es ist ein sehr schönes Lenkrad. Ich finde, es fühlt sich auch sehr gut an. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn man jetzt hier so hinterfasst, das ist gar nicht so ein blöder Punkt, ehrlich gesagt. Wenn man hier so den Finger nach hinten zieht, da ist hier quasi so eine richtig harte Kante. Also, aber das ist ein Manko, das kann man verschmerzen, würde ich behaupten. Und schön in so einem Aluminium-Design quasi hier gehalten. Das Einzige, was mir nicht gefällt, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, ist natürlich die Farbe des Innenraums, weil man sieht hier schon, dass quasi hier das ziemlich schnell dreckig wird. Also ein weißes Leder oder sowas würde ich persönlich jetzt nicht nehmen. Jetzt haben wir hier nochmal einen Blick auf die Rückbank. Da setzen wir uns doch auch direkt mal hinter, oder? Wie euch bestimmt schon mal aufgefallen ist, bin ich jetzt nicht besonders klein und deswegen hocken wir uns jetzt mal hin. Ich habe mich jetzt auf den Beifahrer hier Sitz gesetzt und habe den ungefähr auf mich eingestellt und ich setze mich jetzt quasi hinter mich selber und dann schauen wir mal, wie ich da reinpasse, oder? So. Oh Gott. So. Also, das hat sich jetzt natürlich schwerer angehört, als es ist, aber wir schauen uns hier mal meine Beinfreiheit an, hä? Eieiei, also ich bitte euch, wir machen hier nur die Tür zu. Also, hui, 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 also das ist mal, das nenne ich Beinfreiheit. Also das ist wirklich extrem gut gelöst hier. Also da hat nur noch der EQS natürlich logischerweise mehr Beinfreiheit, aber das ist natürlich sehr cool. Hier hinten haben wir noch ein Bedienteil für die hinteren Fahrgäste, quasi das Klimabedienteil. Und da können wir doch mal schauen, ob wir da was drücken können, aber nein, können wir nicht. Das ist ein komplett haptisches Display hier, also mit physischen Knöpfen quasi. Interessant. Was haben wir hier? Aha, Ablageflächen für die hinteren Fahrgäste. Und ich finde, dass das Türdesign vom Mercedes wirklich sehr schön ist, auch mit diesem Aluminium-Design hier. Und das ist auch Aluminium, die Burmeisteranlage hier, aber optional natürlich. Und die Sitzheizung ist hier in der Tür drin. Zum Anschalten quasi. Und schauen wir uns bei der Gelegenheit doch auch mal die Sitze hier hinten an. Sehr schön. Also wirklich, ich muss wirklich sagen, die Sitze sind hier hinten, also als selbst beim EQE, ja, das ist eine Business-Limousine, darf man nicht vergessen. Also ich sitze hier ultra bequem drin. Ohne Schmarrn. Und vom Innenraum gehen wir jetzt direkt mal ans Heck des Fahrzeugs und da frage ich mal lieb, ob die Leute kurz, kurz Platz machen können. Danke euch. Und selbst von hinten quasi sieht der EQE dem EQS tatsächlich zum Verwechseln ähnlich, aber das ist so, ja, wie soll man das sagen? Es ist ja auch bei den aktuellen Modellen von Mercedes und nicht nur von Mercedes so. Die Autos sehen sich von den Modellen her alle relativ ähnlich, da kann man nicht viel zu sagen, aber was man sagen kann ist, dass auch das Konzept hier wirklich eiskalt durchgezogen wurde, auch mit dem durchgehenden Lichtband hier wirklich schön gemacht. Hier, das ist jetzt der EQE 350, das sehen wir hier und da sehen wir auch hier den Heckdiffusor, das wird ganz sicher die AMG-Line sein. Sieht wirklich sehr schön aus. Hier sehen wir auch nochmal die Dachkante, da mit dem Panorama. Schiebedach sogar. Sieht wirklich sehr gut aus. Für alle Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, was das hier ist, da kommt das Wischwasser rein. Das ist kein Witz. Wenn man da drauf drückt normalerweise, da, zack, dann geht es auf, hier kommt das Wischwasser rein. Wenn wir schon bei Klappen sind, meine halte ich noch nicht, mal gucken, ob wir die aufbekommen hier. Ne, bekommen wir nicht. Da ist auf jeden Fall der CCS-Anschluss dahinter. Hier die einfahrbaren Türgriffe. Also der EQE gefällt mir sehr gut. Wirklich sehr gut. Wahnsinn. Ein schönes Auto. Finde ich zumindest. Sagt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den EQE findet. Zum Preis vom EQE kann man aktuell leider noch nichts sagen. Die Weltpremiere war ja auch erst gestern, vorgestern. Und da bei der Preisfrage, da muss man noch ein bisschen warten. Ich hoffe aber, dass euch mein Video gefallen hat und wenn dem so ist, dann lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.